Hallo, hier sind meine Plenarnotizen. Ich muss eigentlich sagen, meine Berliner Plenarnotizen, denn für mich fand diese Woche die Sitzung des Europäischen Parlaments zu Hause in meinem Arbeitszimmer statt. Das Hauptthema dieser Woche war die Agrarreform oder besser das, was die Agrarreform vielleicht hätte werden sollen. Denn eine Reform im eigentlichen Sinn dieses Wortes ist es nun wirklich nicht geworden. Man muss sogar sagen, im Gegenteil, es hat Rückschritte gegeben. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, dass die Bundesregierung in ihrer Rolle als Ratspräsidentschaft zwischen den Mitgliedsländern ausgehandelt hat und das dann auch durch entsprechende Mehrheiten im Europäischen Parlament noch weiter gestaltet wurde, dann muss man sagen, da fehlen ganz entscheidende Richtlinien, die eine wirkliche Agrarreform bräuchte. Nach wie vor wird es so sein, dass etwa 2/3 des ganzen Geldes, das aus dem europäischen Haushalt für die Landwirtschaftspolitik ausgegeben wird, schlicht an die Hektarfläche gekoppelt wird. So als würde Kindergeld nach den Quadratmetern des Kinderzimmers berechnet. Nur ein geringer Prozentsatz wird an Umweltauflagen gekoppelt, das aber auch noch erst nach einer Übergangsphase von 2 Jahren. Und diese Umweltauflagen werden in Zukunft freiwillig sein, statt wie bisher verbindlich. Es fehlt in dem Paket, das Frau Glöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, zustande gebracht hat, jeder Bezug auf die Biodiversitätsstrategie. Es fehlt jeder Bezug auf das Ziel, den Pestizideinsatz um wenigstens 50% zu verringern. Die Agrarreform ist eine grandiose Enttäuschung geworden. Und von dem Green Deal, den Frau von der Leyen immer so tapfer im Munde trägt, lässt sich da eigentlich gar nichts erkennen. Ein ziemlich bejammernswertes Ergebnis dieser Woche. Gewinnerin der Woche war dieses Mal die nigerianische Kandidatin für die Rolle der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, die zusammen auch mit ihrer koreanischen Mitbewerberin sich der Diskussion mit dem Handelsausschuss des Europäischen Parlaments gestellt hat. Wir waren uns am Schluss, ich glaube, durchweg einig, dass Frau Okonjo-Iweala die exzellente Figur gemacht hat, die uns Grund gibt, sie zu unterstützen und zu hoffen, mit ihr auch neue Impulse in die Welthandelsorganisation hineinzutragen, die ja in einer Krise sich befindet. Verliererin der Woche ist Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, nachdem sie sich meines Erachtens völlig zu Recht, eine scharfe Kritik eingefangen hat von einem CDU-Kollegen im Europäischen Parlament, der ihr in einem Zeitungsartikel attestiert, dass sie gerne und häufig wohlklingende Überschriften formuliert, sich aber damit schon am Ziel ihrer Arbeit fühlt und dass sie nicht wirklich bereit ist oder fähig ist, eine Kooperation zu organisieren, eine vertrauensvolle Kooperation zu organisieren, um aus diesen vielfältigen Ankündigungen dann auch tatsächliche praktische Realität zu machen. Es ist eine Kritik, die ich aus meiner Erfahrung teilen kann. Natürlich schwingt da auch eine Enttäuschung mit, des Kollegen, dass die Frau von der Leyen nicht einfach auf das hört, was die Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament gerne hätte. Aber davon abgesehen und davon, dass wir dann im Zweifel wahrscheinlich
bei vielen Themen auf verschiedenen Seiten des Streites sitzen würden, der Dennis Radke und ich, glaube ich doch, dass dieser Warnschuss außerordentlich verdient war auf der Seite von Frau von der Leyen. Mit ihrer Art von Überschriftenpolitik kommt man den Problemen nicht nah genug. Der grüne Erfolg dieser Woche war, dass mit sehr großer Mehrheit im Plenum ein Bericht des Parlaments zum kommenden Digital Services Act angenommen wurde. Der Digital Services Act soll die Elektronikhandelsrichtlinie ablösen, die 2000 beschlossen wurde, in steinalter Vorzeit, nicht mehr up to date. Ein Entwurf der Kommission für den Digital Services Act ist für Anfang Dezember in Aussicht gestellt und das Parlament hat jetzt seine eigene Haltung dazu dargelegt, um diesen Entwurf mit zu prägen. Und dabei ist insbesondere festgehalten worden, und das war für uns wichtig, dass die großen Plattformen Verpflichtungen haben, zum Beispiel, wie sie mit illegalen Inhalten umgehen, zum Beispiel, um sie daran zu hindern, willkürliche Löschungen vorzunehmen, zum Beispiel, indem ihre Geschäftsmodelle transparenter werden, so dass man nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert und dass man auch die Geschäftsmodelle dort beschränken kann, wo sie eigentlich drauf setzen, Konfrontation, Hass und Gewalt in den Online-Medien als Basis für ihre Erträge zu nehmen. Meine Arbeit diese Woche fand einerseits im Plenum statt, wo ich zwar keine Redezeit hatte, wo wir aber eine endlos lange Reihe von Abstimmungen hatten. Drei Abstimmungssitzungen mit insgesamt 1500 Abstimmungen und parallel dazu im Auswärtigen Ausschuss. Wir haben verhandelt über Kompromisse zu einem Bericht einer liberalen Kollegin über die Frage, welchen Einfluss die Covid-Krise auf die europäische Außenpolitik hat. Und ich habe an meinem Konnektivitätsbericht gearbeitet, dessen ersten Entwurf ich bis Ende des Monats abgeben muss. Das war zum Teil außerordentlich spannend, weil ich jetzt in der Lage bin, die Ergebnisse von, ich glaube, über 50 Gesprächen mit den verschiedensten Akteuren in diesen Bericht zu integrieren.